Mega Frechheit. 5 Millionen hinterbliebenen Rentner aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten keine Inflationsausgleichsprämie, dafür aber Witwen und Waisen und sogar geschiedene Ehefrauen von Versorgungsempfängern bekommen aufgrund des Gesetzesentwurfs zur Änderung des Besoldungsgesetzes tatsächlich auch einen Anteil aus einer Inflationsausgleichsprämie. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, vor mir liegt, oder ich lese es halt ab in meinem Rechner, der Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der als Kabinettsbeschluss am 13.07.2023 hier still und heimlich beschlossen wurde, und zwar zur Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes. Wir wissen ja nun alle, dass Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen, also pensionierte Beamte, hier die Inflationsausgleichsprämie bekommen. In unterschiedlicher Höhe, aber sie bekommen sie. Und der Hammer ist, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass sogar Witwen und Waisen, also Hinterbliebene von verstorbenen Versorgungsempfängern, Anspruch auf eine Inflationsausgleichsprämie haben. Und zwar gibt es im Artikel 2 des Änderungsgesetzes, und zwar unter den Paragraphen 72, Absatz 1, Satz, ich weiß nicht, Satz 3 oder Satz 4, da eine entsprechende Regelung. Und auch im Absatz 2 dieser Regelung steht dann Folgendes drinne: Zur Abmilderung der Folgen der geschiedenen Verbraucherpreise wird Empfängern von laufenden Versorgungsbezügen jeweils für die Monate Juli bis Februar 2024 eine monatliche Sonderzahlung neben ihren Versorgungsbezügen gewährt. Das ist also praktisch die Regelung, die dann nach dieser ersten Einmalzahlung kommt. Und da steht Folgendes drinne: 132 Euro für hohe Gehaltsempfänger, also da gibt es so eine Staffelung, 79 Euro für Witwen und jetzt halten Sie sich fest, und versorgungsberechtigte geschiedene Ehefrauen, 26 Euro für Empfänger von Vollwaisengeld und 16 Euro für Empfänger von Halbwaisengeld. Meine Damen und Herren, das hier ist das beredte Beispiel dafür, wie der Selbstbedienungsladen der Bundesregierung hier wunderbar funktioniert. Auf der einen Seite, ich hatte es ja schon in meinem Video vom 15.07. zum Thema, zum ähnlichen Thema mit den Ministerzulagen da mal kurz erläutert, wird hier gesagt, wir müssen hier Sozialhaushalte kürzen in Deutschland und wir müssen da kürzen und dort kürzen, aber für uns selbst gilt das natürlich nicht und auch nicht für unsere Angehörigen. Meine Damen und Herren, damit das hier auch gleich klar ist, ich gönne jeder Witwe, jeden Waisen, jeden Versorgungsempfänger, Pensionär und so weiter, dieses Geld. Aber was dem einen recht ist, muss dem anderen auch billig sein. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, dass Pensionäre und Versorgungsempfänger und auch geschiedene Ehefrauen hier die Kohle bekommen, aber gesetzliche Rentnerinnen und Rentner, die genauso unter der Inflation leiden, vor allen Dingen hier Waisen und Halbwaisen und auch Witwen und Witwer, dass sie dann nicht irgendwie auch einen Anteil an diesem Kuchen bekommen. Ich bin der Meinung, hier muss dringend eine gesetzliche Regelung her, hier muss es dringend ein Aufschrei in der Bevölkerung geben. Es kann nicht sein, dass hier ein Selbstbedienungsladen, eine Selbstbedienungsmentalität entsteht, so dass praktisch wiederum große Gruppen der Gesellschaft, die auch unter den inflationsbedingten Kosten leiden, hier letzten Endes ausgeschlossen werden. Ich erinnere nur daran, was auch damals funktioniert hat im Jahr 2022, ab September 2022, die Energiepreispauschale. Da hat es auch alles wunderbar funktioniert. Die haben Versorgungsempfänger bekommen, dann im Dezember davor Arbeitnehmer bekommen, sogar Selbstständige haben die bekommen. Also das hat alles wunderbar funktioniert. Pensionäre, Beamte und. Alle haben sie bekommen. Aber warum soll das jetzt hier nicht bei der Inflationsausgleichsprämie auch nicht funktionieren? Meine Damen und Herren, ich stehe dazu, alle Witwen, alle Waisen, alle Halbwaisen in der gesetzlichen Rentenversicherung, die hier entsprechende Ansprüche haben, sollen bitte auch diese Inflationsausgleichsprämie in entsprechender Höhe bekommen. Geld dafür ist genügend vorhanden. Herr Lindner, jammern Sie nicht rum. Da muss eben die Kohle aufgenommen werden. Da müssen eben die Druckerpressen angeschmissen werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen
Eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.